Auch die dritte Liga in der Saison 22/23 ist beendet und dementsprechend kann ich auch hier auf meine Prognose von vor der Saison reagieren, wo ich eben getippt habe, wer letztendlich auf welchem Platz landen wird. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich weiß da wirklich fast gar nichts mehr, nur noch so grob, und dementsprechend bin ich auch selbst gespannt. Beginnen wir von hinten und auf Platz 20. Auf dem letzten Platz habe ich mit der Spielvereinigung Bayreuth einen Aufstieg. Bam. Da ist es so, man hat ein paar gute Spieler aus der Vorsaison verloren und jetzt keine wirklich namhaften Neuzugänge, die mir was sagen. Deshalb auf jeden Fall aufgrund der fehlenden Qualität für mich auf Platz 20. Ja, gibt's nicht viel zu sagen, ist tatsächlich so eingetreten und ich würde sagen, wir machen weiter. Einen Platz weiter habe ich dann wieder einen Aufsteiger auf Platz 19 mit Oldenburg. Da ist es eigentlich genauso wie bei Bayreuth. Im Gegensatz dazu hat man aber noch ein bisschen Drittliga-Erfahrung hinzuholen können, deshalb für mich ein Platz höher. Ja, Oldenburg ist tatsächlich 18. geworden am Ende, aber punktgleich mit Zwickau auf 19, also auch hier eigentlich echt solide. Nächster Absteiger auf Platz 18 ist für mich leider die Zweitvertretung von Freiburg. Man hat nämlich wichtige Spieler abgegeben, vor allem in der Breite hat man wirklich viele Spieler verloren, die letzte Saison sehr viel gespielt haben. Und es werden möglicherweise auch viele aufgrund der Dreifachbelastung in den Kader der ersten Mannschaft hochgezogen werden und deshalb dann in der zweiten fehlen. Außerdem ist die Mannschaft im Schnitt jünger und auch unerfahrener vor allem. Und dazu ist es die zweite Saison in der Liga und deshalb wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ja, Freiburg 2, ich bin Freiburg-Fan. Und ich habe es wirklich überhaupt nicht so erwartet, also da gab es viele Abgänge, aber man hat es echt gut kompensieren können, tatsächlich auch eine dominante Spielweise. Also zu Freiburg weiß ich eigentlich am meisten aus der Liga und man hat es echt gut gemacht, ist letztendlich Zweiter geworden und nur knapp an der Meisterschaft vorbeigeschrammt und ja, einfach sensationell und da lag ich komplett daneben. Ich glaube, Dortmund habe ich ziemlich hoch und da war es eigentlich genau umgekehrt, was die Zweitvertretungen betrifft. Also in Realität und in meiner Prognose. Der letzte Absteiger ist für mich auf Platz 17 Halle. Die werden es auf jeden Fall schwer haben, meiner Ansicht nach, und letztendlich nun auch absteigen. Ja, sie haben sich gerettet, aber auf Platz 16, also auch hier die Differenz nicht so groß. Auf Platz 16 gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt habe ich dann SV Meppen. Da ist es eigentlich ähnlich wie bei Halle, aber ich finde mit Bourrier hat man zum Beispiel einen guten Stürmer geholt und einen guten Transfer gelandet. Ja, ich sage, es ist ähnlich wie bei Halle und letztendlich haben sie auch einfach nur die Plätze getauscht in Realität. Die einen sind 16er, die anderen 17er, also auch hier der Unterschied nur ein Rang. Als nächstes habe ich dann auf Platz 15 den SV Elversberg. Als Aufsteiger ist man schon aus den guten DFB-Pokalauftritten aus den letzten Jahren bekannt. Man ist ein kontinuierlicher Verein und daher traue ich ihnen auf jeden Fall zu, dass sie sich jetzt zumindest in der Saison jetzt mal in der dritten Liga etablieren werden. Ja, Elversberg, gut, wer hat das schon erwartet? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube mit 15, was jetzt andere Tipps anbelangt, bin ich da sogar schon recht hoch. Also ich habe gesagt, die werden nicht unbedingt absteigen. Ja, am Ende haben sie halt ein bisschen besser performt, haben die Liga gerockt und sind als Meister aufgestiegen. Aber gut, das war einfach schwer einzuschätzen, muss ich auch sagen. Auf der 14 habe ich dann den Sportclub aus Verl. Nach der guten Rückrunde letzte Saison wird man erneut die Klasse halten können, denke ich mal. Allerdings wird es dieses Mal nicht ganz so knapp werden wie letztes Jahr. Ja, also eigentlich gut gesagt. In echt haben sie ja noch besser performt und wurden letztendlich 10. Auf Platz 13 habe ich dann den MSV Duisburg, den ich weiterhin ohne große Veränderungen im hinteren Mittelfeld der Liga sehe, da ich jetzt nicht wirklich eine Entwicklung in der Mannschaft sehe, dass sie jetzt arg besser oder arg schlechter werden. Duisburg auf 13 von mir getippt, in echt 12, also eigentlich auch echt passend soweit. Als nächstes habe ich dann auf Platz 12 im Mittelfeld der Tabelle den FSV Zwickau. Man hat eine Mannschaft mit viel Potenzial, aber auch mit Erfahrung und ich denke, die Mannschaft wird an ihre gute Rückrunde aus der Vorsaison anknüpfen. Zwickau letztendlich 19. geworden, recht kläglich abgestiegen. Also da lag ich schon recht deutlich daneben, muss ich ganz ehrlich so sagen. Viktoria Köln wird sich als Mannschaft von Marcel Risse angeführt in der Liga weiter etablieren können und laut meiner Prognose dann am Ende auf Platz 11 landen. Ja, Viktoria Köln, ich habe sie auf 11, in echt wurden sie letztendlich 9. Also auch das schenkt sich nicht wirklich viel, also im Mittelfeld liege ich da eigentlich recht gut. Ein Aufsteiger ist jetzt noch verblieben und der ist in meiner Prognose auf Platz 10 am Ende. Und zwar, wisst ihr es wahrscheinlich schon, ist das Rot-Weiß Essen. Man hat eine super interessante Mannschaft, die mit Dabrowski als neuen Trainer und gemeinsam mit der Strahlkraft der Fans als Aufsteiger mindestens im Mittelfeld landen wird und womöglich auch für eine größere Überraschung sorgen könnte und noch höher platziert am Ende sein könnte.
Ja, Essen habe ich ein bisschen überschätzt, wenn man es jetzt mit Elversberg vergleicht. Ja, sie haben letztendlich die Klasse gehalten, waren eigentlich recht souverän, sind am Ende noch ein bisschen runtergerutscht, bisschen überschätzt von mir, aber im Grunde eigentlich echt okay, auch wenn es 5 Plätze Unterschied dann letztendlich sind. Kommen wir zu Platz 9 und da habe ich die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Die Mannschaft ist extrem talentiert, ich habe sie jetzt mal auf Platz 9, würde ihnen aber auch mehr zutrauen, aber ich denke, sie werden an den letzten Spieltagen nicht mehr wirklich ernst spielen, da die Meisterschaft bis dahin schon entschieden sein wird und sie ja letztendlich nicht aufsteigen können. Nee, also mit Meisterschaft in der dritten Liga hatten sie wenig zu tun, aber ja, eher mit dem Abstieg und letztendlich waren sie dann eines der besten Teams, was die letzten Spiele anging und haben sich dementsprechend auf Platz 13 hochgespielt. Also auch hier der Unterschied 4 ist recht viel, aber hätte deutlich mehr sein können, weil ich die schon sehr überschätzt habe. Auf Platz 8 habe ich dann den VfL Osnabrück, die grundsätzlich eine gute Mannschaft sind, die letzte Saison auch solide performt hat, aber ich glaube nicht ganz, dass man das so halten kann und glaube auch nicht, dass man arg viel mit dem Aufstieg zu tun haben wird. Ja, super Aussage. Ich sag genau bei Ihnen, dass Sie nichts mit dem Aufstieg zu tun haben werden und genau Sie steigen auf als Zweitplatzierter, also nach denen, die aufsteigen können letztendlich. Auch hier liege ich daneben mit 5 Plätzen. Ja, schade. Auf Rang 7 habe ich dann Wehen Wiesbaden. Da ist es so, dass die sich mit den Transfers eher verstärkt als verschlechtert haben. Sie haben einen guten Stürmer mit Nilsson und auch mit Kauzinski einen recht guten Trainer. Daher traue ich ihnen zu, um den Aufstieg mitzuspielen. Aber es gibt halt eben andere, die ich noch ein Stück besser sehe und zu denen kommen wir jetzt. Ja, aber die waren nicht unbedingt besser, weil Wiesbaden ist letztendlich Vierter geworden und spielt somit in der Relegation. Auf Platz 6 habe ich als einen von den drei Absteigern Erzgebirge Aue. Für Trainer Timo Rost ist es die erste richtige Profistation und da muss man jetzt auch erstmal schauen, kann ich nicht einschätzen. Von der Kaderqualität her muss man auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen, deshalb für mich auf Rang 6 letztendlich. Nee, wurde es letztendlich nicht. Am Ende war man 14. Also auch hier eine große Differenz. Die haben wirklich sehr schlecht performt, muss ich sagen. Schlechter Tipp von mir. Kommen wir zur nächsten Mannschaft und das ist für mich Waldhof Mannheim auf Platz 5. Man hat zwar gute Neuzugänge geholt für Drittliga-Verhältnisse, aber man hat halt fast noch mehr an Qualität durch Abgänge verloren. Daher gibt es meiner Meinung nach erneut keinen Aufstieg für Waldhof Mannheim. Ja, mit der Aussage liege ich richtig. Am Ende wird man sogar nur Siebter, aber ja, passt eigentlich von der Richtung her und wie ich es analysiert habe, recht gut. Ausnahmsweise mal. Auf Platz 4 kommt bei mir Saarbrücken. Man hat super Transfers getätigt mit Rabihic, Neudecker, Biada und vor allem auch dem alten Mike Franz, der zu seinem Heimatverein zurückkehrt und wohl kurioserweise als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette eingeplant ist. Aus fußballromantischer Perspektive und für mich als Freiburg-Fan passt es einfach und ich würde ihnen den Aufstieg auf jeden Fall gönnen. Also Franz hat am Ende eigentlich fast gar keine Rolle gespielt. Dennoch hat Saarbrücken eine gute Saison gespielt, wurden letztendlich Fünfter und sind denkbar knapp am Aufstieg gescheitert. Also da lag ich von der Richtung her schon richtig gut dabei. Und ich glaube, die hatten viele nicht wirklich so weit oben eingeschätzt. Letztes Jahr Kaiserslautern, jetzt 1860 München auf dem Nee. Relegationsplatz. Das würden sicher einige gerne so sehen, wenn sie es denn letztendlich dann auch mit dem Aufstieg schaffen. Was dafür spricht, ist auf jeden Fall, dass man mittlerweile auf Kontinuität setzt. Trainer Kölner ist mittlerweile fast 3 Jahre im Amt. Was den Kader angeht, hat man im Mittelfeld an Qualität verloren. Dafür hat man offensiv wie defensiv den Kader verbessert und daher sehe ich die Münchner letztendlich auf Platz 3. Ja, es sah wirklich lange gut aus, dass sie auch direkt aufsteigen können, sind dann komplett eingebrochen, haben sich am Ende noch ein bisschen gefangen, aber natürlich viel zu spät und wurden letztendlich Achter. Ja, auch hier liege ich falsch. Der erste feste Aufsteiger auf Tabellenplatz 2 ist für mich Dynamo Dresden. Neutrainer Markus Anfang kennt sich auf jeden Fall mit dem Aufstieg aus der dritten Liga aus. Er passt gewissermaßen zum Verein. Kadertechnisch hat man trotz der Abgänge von Dafferner und Königsdörfer, die sehr wichtig waren, gute Neuzugänge für die dritte Liga präsentiert und jetzt aktuell auch noch einen Schäffler verpflichtet, was auf jeden Fall ein sehr guter Neuzugang ist. Also Dresden habe ich auf 2. Sie wurden Sechster, also waren aber auch extrem. Da war es wirklich knapp da vorne, waren auch dran am Aufstieg am letzten Spieltag noch. Ja, sind am Ende gescheitert, auch weil die Hinrunde scheiße war. Aber ja, die Richtung hat gestimmt. Am Ende trotzdem 4 Plätze Unterschied. Und während hier Dresden in dem Video kam, habe ich mich dran erinnert, wer auf Platz 1 ist. Und das zieht auch nochmal ordentlich Punkte auf mein Differenzkonto. Denn es ist, glaube ich, Ingolstadt.
Wer wird letztendlich Meister laut meiner Prognose? Und es ist Ingolstadt. Man hat, wie ich finde, mit Dresden den besten Kader der Liga. Trotz einiger namhafter Abgänge hat man sich sehr gut verstärkt. Und mit Rüdiger Rehm hat man auch einen Trainer, der weiß, wie man aufsteigt. Außerdem hatte man mehr Zeit, sich auf den Abstieg vorzubereiten als Dynamo Dresden, die ja noch in die Relegation mussten. Und ich finde, das sieht man auch am Kader, der wirklich gut an die Drittliga-Verhältnisse angepasst ist und meiner Meinung nach direkt performen wird. Ja, also ich fand den Kader eigentlich auch echt gut, finde ihn immer noch recht gut. Aber sie haben es nicht wirklich auf den Platz gebracht, sind auch so ein bisschen eingebrochen am Ende 11. Und ja, das war es dann auch wieder komplett mit meinen Tipps. So viel also zu meinen Tipps. Ich lag vor allem falsch, was die Teams ganz vorne anbelangt hat. Sowohl die, die in echt vorne waren, als auch die, die ich in meiner Prognose vorne gesehen habe. Freiburg hatte ich als Aufsteiger, die wurden Zweiter. Elversberg hatte ich auch ganz unten, die wurden Erster. Und Ingolstadt hatte ich auf Platz 1, die wurden 11. Also da habe ich schon bei einigen richtig verkackt. Punktlandung hatte ich tatsächlich nur einmal mit Bayreuth. Da hätte ich mir auch mehr erhofft, nachdem die direkt schon am Anfang weg waren. Ansonsten ein paar gute Tendenzen. Aber ja, ganz ehrlich muss ich auch zugeben, meine Drittliga-Expertise ist natürlich auch extrem gering. Wenn ich das jetzt vergleiche mit den ersten zwei deutschen Ligen und auch den Top-Ligen vor allem, dann weiß ich da definitiv am wenigsten. Dafür war es, glaube ich, recht in Ordnung vielleicht. Ich zähle das Ganze jetzt mal zusammen. Am Ende sind es 94 Plätze, was die Differenzen in der Summe anbelangt. Und ja, das ist schon eine recht schlechte Ausbeute, muss ich sagen. Aber ja, ich werde mich nächste Saison wieder dran setzen, die Kader analysieren und eine Prognose machen. Schau doch dann gerne wieder vorbei. Beziehungsweise, hier gibt es auch noch eine Prognose in der Kommentare. Ja, Oldenburg ist nicht aufgestiegen, Kollege, aber alles gut. Und Halle ist nicht abgestiegen, aber es war wieder extrem knapp, muss ich hier sagen, auch wenn ich hier eine längere Diskussion hatte vor einem Jahr. Und er hat noch eine Prognose, die schaue ich mal an. Von unten nach oben hat er Essen als letzter, okay, Verl, Bayreuth, ja, Zwickau, ja, Freiburg, ja gut, habe ich auch, Oldenburg, Halle auf 14, Meppen 13, nee, Duisburg ist Duisburg 12. Duisburg hat eine Punktlandung, Aue auf 11, Köln, Dortmund auf 9, ja, Elversberg auf 8. Also Elversberg auf 8 ist natürlich trotzdem weit weg von 1, aber trotzdem, wenn man das vor der Saison sieht, dann ist es eine extrem gute Prognose von ihm. Osnabrück, Dresden auf 6 und damit eine Punktlandung, Digga. Stark auf jeden Fall. Wiesbaden 5, Mannheim ein bisschen zu hoch. Ingolstadt 3, darf ich nichts sagen, so wie ich die getippt habe. Saarbrücken 2 ist auch okay. Und 1860 auf 1 ist natürlich auch, ja, Quatsch. Im Nachhinein kann man im Vorhinein natürlich nichts sagen. Aber ich glaube, ja, seine ist deutlich besser wie meine, muss ich auf jeden Fall so sagen. Dennoch lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.